Ja, herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich möchte heute mit euch was mit einer Pumpe machen. Bevor ich damit anfange, erkläre ich euch ganz kurz mal die Pumpe. Okay, ihr solltet jetzt hier keinen Maschinistenlehrgang von mir bekommen. Der ist total toll, der Lehrgang. Macht den. Nur kurz vorab oder zur Erinnerung für euch nochmal, was das für eine Pumpe ist und was das eigentlich für Bauteile hat, okay? Ist kein Hexenwerk, okay? So, wir haben hier eine PFPN 10.1000. PFPN steht für Portable Fire Pump, also für eine tragbare Feuerwehrpumpe mit Normal Pressure für Normaldruck, okay? Und 10.1000 heißt, wir schaffen 1000 Liter pro Minute bei 10 Bar, ja? Okay, das ist eine typische PFPN, also früher hat man gesagt, eine TS, eine Tragkraftspritze. Ist ja auch ein Tragkraftspitzenfahrzeug, aber hierauf befindet sich jetzt eine PFPN 10.1000 nach neuer Norm. Okay, und die Pumpe ist eigentlich so für mich in drei Blöcke eingeteilt. Das Wichtigste ist erstmal die Pumpe an sich. Das ist das hier alles, was hier unten rot ist, okay? Diese Pumpe wird angetrieben durch einen Motor. Egal, was das für ein Motor ist, ob das ein Dieselmotor ist oder ein Benziner. Hier ist ein Benzinermotor, Viertakter, Zweitakter. Lernt ihr alles im Maschinistenlehrgang. Nur, das ist letztendlich das hier hinten alles. Batterie, Motor, sozusagen der Antriebsbereich, der die Pumpe, dieses rote hier, antreibt. Ob ihr dann nun letztendlich mit Pedalen die Pumpe antreten würdet oder was weiß ich, mit was für einer Mechanik. Letztendlich ist dieser Motor nur dafür da, Komfort, dass die Pumpe ordentlich Kraft hat, dann natürlich ein paar PS und schafft es, die Pumpe so anzutreiben, dass wir nach Norm 1000 Liter die Minute mit 10 Bar liefern können und noch mehr. Aber die muss man mindestens schaffen. Dann nennt man sie auch eine PFPN 10.1000. Also Motor mit der Elektronik, um den Motor zu bedienen. Jeder Motor muss natürlich auch geguckt werden, habe ich genug Kraftstoff, genug Öl, Kontrolllampen und so weiter, Zündung, was weiß ich. Das ist natürlich hier. Also Motor, die Pumpe an sich, Pumpeneingang. Hier kommt das Wasser rein und es wird durch die Pumpe verstärkt und dann gleichmäßig aus den Ausgängen, einmal hier, einmal da, aus den B-Ausgängen rausgedrückt. B-Anschluss, ne? So, die kann man hier mit Niederschraubventil noch abdrehen, aufdrehen. Alles klar. Also Pumpe und ich sagte drei Sachen. Motor und Pumpe sind für mich erstmal zwei. Das dritte wäre noch, hinten unten unter dem Motor ist noch eine Entlüftungseinrichtung. Entlüftung braucht man nämlich, wenn man braucht man nicht beim Unterfülldranten. Also wenn das Wasser schon kommt mit Druck hier rein, wie ich gleich in den nächsten Videos euch zeigen werde, muss nichts entlüftet werden. Da ist sie eigentlich überflüssig, diese Entlüftungspumpe. Aber wenn wir irgendwo Wasser raussaugen, wenn wir wirklich aus einem tiefen Löschbrunnen, wo das Wasser nicht so raussprudelt, oder aus dem offenen Gewässer mit Saugschläuchen arbeiten, ne, ihr erinnert euch diese dicken Saugschläuchen, ne? Dann müssen wir erst aus dem Saugschlauch die Luft rauspumpen. Also wenn ich was ansauge, sauge ich nicht das Wasser irgendwie her mit Magnetismus oder sowas, sondern die Luft wird aus dem Schlauch rausgezogen und das Wasser läuft nur nach. Okay? Das heißt, wir entlüften die Saugleitung, die Luft geht raus und das Wasser kommt oben an. Und irgendwann, wenn es dann merkt, aha, Wasser ist da, dann schaltet die Entlüftungspumpe ab und die Pumpe sagt Vollgas, ne? Also Motor, Pumpe und unten drunter Entlüftungseinrichtung, wenn wir im Saugbetrieb irgendwo was ansaugen müssen. So. Von diesen Pumpen gibt es natürlich verschiedene Pumpen, aber letztendlich kann man sich das vorstellen wie so ein Schaufelrad, wie ein Mühlenrad, sag ich mal, ne? Wo Wasser reinkommt und man treibt das Mühlenrad mit Gewalt an und das Wasser unten kriegt richtig Druck, ne? Mehr ist das letztendlich nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken. Es gibt Feuerlöschkreisepumpen und so weiter. Da wollen wir aber gar nicht ins Detail einsteigen, ne? Also die drei Bereiche, ich werde es hier gleich einzeichnen. Aus diesen drei Bereichen besteht diese Pumpe. Eigentlich letztendlich ganz einfach. Und ganz kurz, nur als Leckerbissen, wenn ihr eine Einsatzlage habt und ihr habt keine Maschinistenausbildung und wisst nicht, wie das funktioniert, eine Pumpe anzumachen, zeige ich euch das jetzt schnell. Weil es ist mir schon wichtig, dass auch welche ohne Maschinistenlehrgang im Notfall eine Pumpe bedienen können. Klar macht ihr das bei euch in der Ausbildung, aber jetzt hier für euch, wie nehme ich unsere Pumpe hier im Betrieb? Zeige ich euch schnell. Erstmal alle Kappen runter. Natürlich
mit Handschuhen und Schutzausrüstung. Sollte es etwas schwierig gehen, kann man auch diesen Kupplungsschlüssel nehmen, um die Kupplung runterzumachen. So. Wichtig, alle Kupplungen ab, weil wenn ihr die Pumpe anmacht und die Kupplung bleiben drauf, kann es sein, dass ihr die Kupplung danach nicht mehr so leicht abbekommt, dass sie sich so festsaugen, dass es wirklich rohe Gewalt bedarf, die wieder zu lösen. Okay, dann gibt es eine Trennung zwischen Motor und Pumpe, wie eine Kupplung im Auto, dass die Kupplung treten kann. Die ist jetzt hier einge- die Kupplung trete ich. Die Kupplung habe ich jetzt gedrückt, sozusagen wie im Auto, Fuß auf der Kupplung. Gas gebe ich erstmal gar keinen, ich mache erstmal Zündung an. Warte, bis hier die Kontrollleuchte für die Einspritzung ausgeht. Die ist bei uns hier oben rechts. Zeige ich gleich aus der Nähe. Und dann würde ich starten. Also, ich mache die Zündung an. Ihr seht, wie diese Lampe leuchtet. Wie sie jetzt ausgeht. Jetzt ist sie bereit zum Starten. Gas lasse ich unten. Wenn man sieht, unten oder Vollgas. Und jetzt würde ich einfach wie beim Auto einfach anlassen. Fertig. Und hier würde ich Gas geben. Okay. Wenn ich jetzt sauge, ich spreche ein bisschen lauter, wenn ich jetzt sauge, muss ich diesen Hebel umlegen. Okay. So. Wenn die Pumpe fertig ist, muss man natürlich wieder den Fuß von der Kupplung nehmen. Ne? Also steht auch viel Beschreibung hier oben drauf. Bei uns ist hier so eine Kurzbeschreibung. Es schadet sich nicht, die mal zu Friedenszeiten anzuschauen. Aber letztendlich ist so eine Pumpe etwas abschreckend. Aber es ist nicht viel Technik dran. Es ist nur Motor. Ne? Und vorne eine Pumpe, die Wasser irgendwie beschleunigt. Mehr ist es nicht. Ne? Alles klar. Steigen wir in den nächsten Videos ein. Euer Feuerwehr-Willi. Bis dann.